wir haben heute ein neues Video für euch und wir haben uns heute etwas ziemlich crazyes ausgedacht. Wir werden nämlich gleich Zwillinge sein. Echte Zwillinge, echte. Und der erste Schritt ist natürlich für Zwillinge, ratet mal, gleiches Outfit. Deswegen shoppen wir jetzt unser Zwillingsoutfit. Okay, was brauchen wir? Ein Oberteil. Wollen wir einen Pullover, oder? Es ist noch Winter, wir nehmen einen Pullover. Ich gebe einfach mal einen Pullover. So machen das Zwillinge bestimmt auch. Welche Farbe? Bei drei sagt jeder eine Farbe, okay? Okay, eins, zwei, drei. Gelb! Grau. Okay, grau und gelb. Wir geben beides an. Wir sind echte Zwillinge. Hier ist grau und okay. Da müssen wir noch Damen anklicken, da war gerade ein Herz zu sehen. Jetzt suchen wir aus. Was gefällt dir? Da ist ja ein Mann. Das sind Männer. Was machen die Männer hier? Oh, das ist süß. Ja? Findest du nicht? Du bist voll das Rüschenkind. Aber ich finde ihn schon süß, aber ich würde ihn eigentlich nie anziehen, glaube ich. Ja, dann passt. Dann ziehen wir ihn an. Okay, nehmen wir. In den Warenkorb. Und noch ein zweites Mal, weil wir sind ja Zwillinge. Oh, das ist aber teuer, wenn man alles doppelt kaufen muss, ne? Jeder Mensch braucht Kleidung. Aber man könnte ja sagen, oh, wir sind Zwillinge, wir können alles uns teilen an Klamotten. Aber nein. Das stimmt. Wer sich eine Zwillingsschwester oder einen Zwillingsbruder wünscht, der macht mal diesen Emoji in die Kommentare. Ich denke, so heimlich wünscht sich das jeder, oder? Aber vielleicht wünschen sich manche auch Einzelkind zu sein. Oder andere wünschen sich Drillinge zu sein. Wisst ihr, ich habe jetzt mal eine Frage, die mich schon lange beschäftigt. Man sagt immer so, das sind Zwillinge. Und wenn man jetzt aber zwei Leute da hat und die sind echt Drillinge, aber es sind ja nur zwei da, sagt man dann, das sind Drillinge, obwohl nur zwei da sind? Wie kommst du denn auf solche bescheuerten Fragen? Gibst du mir eine Antwort? Nein, ich glaube schon, dass du Drillinge sagen musst, weil es sind ja keine Zwillinge. Du kannst ja nicht sagen, das sind Zwillinge, wenn es aber Drillinge ist. Es sind zwei von drei Drillingen, sagt man einfach. Aber das ist ganz schön lang, das immer zu sagen. Darf ich euch vorstellen, zwei von drei Drillingen? Darf ich euch vorstellen, das sind Zwillinge, meine zwei Zwillinge, Freunde Zwillinge. Sie heißen Zwilling 1 und Zwilling 2. Sie haben keinen echten Namen. Du bist doof. Das ist Sarina. Sie hat noch einen Bruder. Darf ich ihn vorstellen? Sie ist kein Einzelkind. Okay, danke. Mach jetzt weiter. Ja gut, wir gehen jetzt nochmal hier in Kapuzenpulli und Sweatshirts, weil das finde ich cooler. Oh, der ist noch schön. Lass uns den nehmen. Das ist so ein Eier-Dotterschalen-Gelb. Dotterschalen? Eier-Dotter oder Eierschalen? Aber Dotterschalen gibt es nicht. So ein Mittelding, verstehst du nicht? Ein Mittelding zwischen Eierschalen und Eier-Dotter? Ja. Ah, Dotterschalen. Okay, dann nehmen wir das noch in den Warenkorb. Und dann nehmen wir aber noch was Graues auch. Also wir müssen dann wie echte Zwillinge erstmal anprobieren, gucken, was passt. Und vielleicht steht uns Gelb ja gar nicht als Zwillinge. Vielleicht steht uns dann eher nur Grau. Okay, warte, jetzt noch was Graues. Oh, den hier. Den hier, den hier, den hier. Süß? Ja gut, dann nehmen wir noch einmal Mickey Mouse Pullover. Du musst ihn zweimal. Ach ja. Du bist ein sehr egoistischer Zwilling. Wir haben zwei gelbe Sachen und nur ein graues im Warenkorb. Wer ist hier der egoistische von uns? Lasst unbedingt mal einen Daumen nach oben da, wenn wir so rausgehen sollen. Als Zwillinge. Okay, ich weiß schon, was das nächste Video wird. Oh mein Gott! Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch die gleichen Haare. Ja. Also musst du sie dir abschneiden, weil deine sind länger. Und du musst sie dir dunkel färben, weil das leichter als blondieren. Ob wir das wirklich machen? Let's see. Lass uns noch ein cooles Accessoire raussuchen. Eine Brille oder einen Hut oder so. Ja, voll gute Idee. Nehmen wir eine Brille? Ich habe nur eine. Brille. Oh. Oh, so eine durchsichtige finde ich schön. Ja, nehmen wir so eine, so wollte ich hier schon immer. Aber so eine habe ich noch nie gefunden mit meinen Augengläsern. Ihr wisst schon. Sind das Fenstergläser? Oh, richtig günstig. So billig sind meine Brillen nie. Und nochmal. Sehr gut. Zwilling. Zwilling. Jetzt warten wir auf das Paket und dann würde ich sagen, stylen wir uns um, oder? Ja. Sehe ich aus wie ein Engel? Nö, eigentlich nicht. Hä? Nur weil du einen weißen Pulli anhast? Guck, diese Ärmel. Das sind meine Flügel. Okay. Das Paket mit unseren Sachen ist gerade angekommen. Das heißt, wir können weitermachen. Ich bin mega gespannt, ob uns das alles passt und wie das an uns aussehen wird. Und ja, jetzt können wir loslegen, uns zu Zwillingen zu machen, oder? Findet ihr, wir haben so eine gewisse Grundähnlichkeit? Das wäre ja von Vorteil. Wir haben beide zwei Augen, eine Nase, Lippen. Passt eigentlich. Ja, Zwillinge, definitiv. Außerdem der Doktor kommt ja auch gleich. Wer? Na, wegen der Nasen-OP. Mhm. Spaß. Wir machen das mit Schminke. Oh, das riecht nach Pfirsich. Wow. Ich habe so einen Tick, dass ich immer an allem rieche. Und jetzt, seht ihr, es hat sich gelohnt. Das riecht voll gut. Okay, ich schmink dich. Damit ich dann gleich aussehe wie du, oder wie? Oh Gott, ich habe aber schon Blush drauf. Bitte auch nicht zu viel. Dab, 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 dab. Ich vertraue ihr einfach mal.
Das machen manche. Rosa auf die Nase, wenn ich aussehe wie Rudolf? Das ist dann, das spielt dann gut zusammen. Ich glaube, wir werden aussehen wie die beklopptesten Zwillinge aller Zeiten. Aber ja, Zwillinge. Jetzt richtig viel Highlighter, so richtig viel. Oh Gott, Highlighter habe ich auch schon drauf. Ich werde danach aussehen wie ein Clown. Ich hätte mich nicht so fertig schminken sollen, ne? Ja, eigentlich haben wir abgemacht, dass wir uns nicht schminken, ne? Ich habe alles gemacht wie immer. Sorry. Hey, du bist aber auch geschminkt. Tu doch nicht so. Oh Gott, ich werde glitzern wie ein... Ich sehe schon nur noch Glitzer. Hier? Immer. Hier habe ich noch nie Highlighter hingetan. Wie riecht das? Wäre auch mal interessant zu wissen. No, das ist so klar, es riecht doch nichts. Oh Gott, wie sehe ich denn jetzt aus? Oh nein. Ich muss heute noch wohin? Zu einem Familienessen. Die werden denken, ich bin in den Schminktopf gefallen. Ach, die kennen dich doch, so wie du bist. Aha. Hier ein bisschen Highlighter. Das muss aber alles bei dir dann auch gleich machen, ne? Sonst sind wir schlechte Zwillinge. So, dann habe ich mir gedacht, machen wir einen kleinen süßen Eyeliner. Okay, sowas habe ich nie, weil sowas kann ich nicht. Auf. So klein und süß. Das ging ja schnell. Ja, super. Check das mal. Gut aussehen. Den sieht man fast gar nicht. Ich habe doch gesagt, klein und süß. Eigentlich bestimme hier alles ich, ne? Fällt mir auch gerade auf. Also könnte ich froh sein, dass wir keine Zwillinge sind. Weil wenn wir Zwillinge wären und immer das gleiche anziehen würden, würde wahrscheinlich immer Sarina aussuchen, was wir anziehen. Vicky würde noch schlafen und dann komme ich einfach zu ihr und schminke sie schon mal. Genau, und dann könntest du das Outfit schon mal auf mich drauflegen. Aber ehrlich gesagt wäre mein Leben um einiges einfacher, wenn ich morgens nicht überlegen müsste, was ich anziehen soll. Du könntest jeden Tag mein Make-up machen. Jetzt machst du mich? Ja, wenn du willst. Kein Ding. Aber das sollte ich mal eben meine Brille aufsetzen. Das sehe ich nichts. Hey, da habe ich ja gerade. Du hast bei mir so gemacht. Was tust du? Da, wo du es mir gemacht hast. Okay, jetzt kommt noch der Lipgloss. Macht sie das gut? Oh nein! Wieso redest du denn dabei? Beweg dich bitte nicht. Puh! Hey, mal geht's noch? Weil das ist in der Nase. Puh! Nein! Funktioniert immer wieder. Ich bin der schreckhafteste Mensch. Soll ich sie jetzt machen oder nicht, ey? Hast du Angst? Ja. Ja, okay, mach selbst. Nee! Sehen wir schon gleich aus? Natürlich nicht, die Haare. Wir haben überlegt, wollen wir blond oder braun werden und dann haben wir uns auf eine andere Farbe geeinigt. So macht man das. Krieg's nicht auf. Eine Sekunde. Kann nicht mehr lange dauern. Ich hab 1, 2, 3. Rosa! Wir werden die Crazy Twins aus Graz. Yay. Woo! Das sieht aus wie so Cheerleading-Pom-Poms. Gib mir ein V, gib mir ein S, gib mir ein Victoria Sarina! Jetzt ist die Frisur zerstört. Dann brauchen wir erstmal wieder unsere wunderhübschen Perückenkappen. Es gibt nichts Schöneres. Die hat ein Loch. Ja, immer. Das ist normal. Oh. Und? Wer ist wer? Hallo. Sehen wir schon gleicher aus? Oh Mann. Das war es natürlich noch nicht mit unserer Veränderung. Wir haben ja auch noch Outfits. Das ist das Wichtigste. Hol mal her. Okay, jetzt sehen wir nur mehr freaky aus. Nee, lass uns die abnehmen. Oh, mir ist gerade was Gutes eingefallen. Was denn? Ich hole schnell. Hosenträger? Sommersprossen. Tee. Ich grüße einfach mal direkt jemanden. Oh, das ist perfekt, das ist perfekt. Annalena und Angelina Unicorn. Ich und meine Zwillingsschwester lieben eure Videos und wir wollten auch mal die Chance haben, von euch gegrüßt zu werden. Meine Schwester heißt Annalena und ich Angelina. Ganz liebe Grüße, sehr, sehr cool. Ihr seid heute die Zwillinge des Tages. Und eure Meinung ist besonders wichtig, ob wir am Ende gute Zwillinge sind. Oh, du weißt gar nicht, ob sie gleich aussehen. Ja, das stimmt, aber ihr seid Zwillinge, das ist cool. Du hast in deinen Engelsärmeln schon Dreck drin. Bin ein hart arbeitender Engel. Ja. Mega cute. Okay, die Brillen sind jetzt schon mal rausgeflogen. Stattdessen haben wir richtig coole Pullis. Süß, oder? Wir müssen auf jeden Fall noch ein Foto machen. Zwillingspicture. Schaut super gerne bei uns auf Instagram vorbei. Da seht ihr dann die Fotoergebnisse. Komm zu mir, mein Zwilling. Tada! Wir sind super Twinnies. Ich finde, wir sehen voll gleich aus. Ich meine, ich habe auch gerade keine Brille drauf und ich sehe gar nichts mehr auf.
Cool, oder? Ich finde, ihr könnt uns Schulnoten geben. Von 1 bis 5. 5, dann haben wir versagt als Zwillinge. Und 1 ist, wir sind super Zwillinge. Wir könnten auf jeden Fall noch ein Musical.ly drehen als Zwillinge. Das machen wir auf jeden Fall. Schaut bei uns auf Musical.ly vorbei. Victoria, Sarina. Das sind aber schon die perfekten Zwillingspullis, oder? Sieht ein bisschen aus wie ein Pyjama. Ich behalte es trotzdem. Wenn ihr jetzt wollt, dass wir mal als Zwillinge rausgehen, dann lasst uns unbedingt einen Daumen nach oben da. Bei richtig vielen machen wir das mal. Bei wie vielen? Mindestens 60.000. Ja, weil das ist schon hardcore. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.